Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück hier in der Schweiz. Adam Jensen immer noch hier in der Hand dieser komischen Aktivisten der Terrorgruppe. So, ich habe den Kran da jetzt hinten hingefahren und dann dieses Loch gebohrt, aber es steht jetzt nicht mehr die Verbindung. Ich schau mal, ob ich da jetzt irgendwie hineinkomme. Hat ja letztes Mal nicht ganz so gut geklappt. Im Winter voll. So, die Leiter ist schon gehackt, das ist auch gehackt. Der Fahrstuhl ist da. Du kannst damit sofort weitergehen. Oben lang gehen, ist ja schon eine gute Idee. Da sieht mich ja echt niemand. Weiter hoch wird es, glaube ich, nicht gehen. So. Ist da auch nicht, könnte ich vielleicht auch so darauf springen. Die ziehen ab. So, ich muss da rein. Gucken, ob ich mich da reinfallen lassen kann. Weil da in den Ding, das da kann ich nicht rein. Das ist halt nur ein Bohrer und da ist auch keine Verbindung von da hier rein. Ich muss von hier aus schon irgendwie versuchen, in das Ding reinzukommen. Wenn ich jetzt aber, glaube ich, einfach hier stehe, speichere ich einfach mal. So. Siehste? Der erste Sprung ging mir schon mal daneben. Wobei es halt nicht mal ein Sprung war, das war ja eher ein Fallen. Die Santo Group. Wenigstens kriegt man hier mal wichtige Informationen. Guck mal, die Santo Group, die gibt es sogar schon seit 1973. Weiter. Achtung, 10 Minuten 60 Minuten. Super, in der Luft doch mal das Menü öffnen. So, jetzt stehe ich drauf. Das Blöde ist hier rein. Es geht. Hat geklappt. Die haben hier. Das ist ein Loch. Aha, guck mal. Das da ist das Eis. Hier. Was sie hier aus dem Gletscher rausbohren. Das ist ja cool. Das ist ein Gletscherloch. Was machen die denn hier? Okay, das ist nur eine Verbindung in einen anderen Raum. Überall diese augmentierten Frosch-Leute hier, ey. Alle am Rumspringen. Wo muss ich denn? Ich war in dem Team, das unsere Freunde nach oben gebracht hat. Die denken immer noch, alles ist in Ordnung. Okay. Da ist eine Kamera, richtig viele Leute. Da kann ich rauf. Und da hinten muss ich hin. Alles klar. Oh, da stehen auch noch mehr. Na komm, ich kann hier hin. Aua. Ah, die haben mich gesehen. Kann ich das hier bewegen? Nee. Wow. Oh, da ist auch einer. Meine Güte. Ja, okay, klar. Die können ja überall hochspringen, ne? Da einfach runterfallen ist nicht so gut die Idee. Erstens, die hören auch den Aufprall. Und dann können die überall raufspringen. Ah, super Checkpoint. Wenn ich hier bin, der Sound ist krass von dem Eis. Alles voll am Knarzen hier. Schon cool gemacht. Ist das da oben ein Sprengkopf? Nee, ne? Nee. So. Rufen die unseren Namen auf, wenn die Transporter bereit sind? Der Weg war aber gar nicht so schlecht. Guck mal, ich könnte darauf. Aber dann komme ich nicht darüber, ne? Wenn man da oben rüberklettern könnte, dann könnte man erst da oben wieder langlatschen. Das wäre schön. Guck mal, ach, da können wir das auch nicht weiter. Das ist doch voll hoch. Ich war in dem Team, das unsere Freunde nach oben gebracht hat. Die denken immer noch, alles ist in Ordnung. Geräusch bestätige. Geräusch bestätige. Siehst du mal, die hören alles. Sind jetzt schon misstrauisch.
Was hast du das gesagt? Scheiß Supersoldaten, ey. Ich kann da die Luke vielleicht da bewegen, um die abzulenken, und dann gehe ich da rüber. Was war das da? Gut. Na. Die kann man immer brauchen. So. Das interessiert die gar nicht so wirklich. Position bestätigt. Ja, die sehen mich ständig. Ah, jetzt sind sie schon feindselig. Aber. Mann, ich komme immer auf den Knopf. Hier bin ich aber schon mal sicherer. Boah, da sind so viele unten. Aufpassen, dass wenn hier einer hochspringt, ist es halt schwierig. Aber noch kommt keiner. Aua, guck mal an, wie hoch die springen. Ja? Sagen Sie mir, dass der Krach da drin von Ihnen stammt. Wo zum Teufel waren Sie, Chicane? Schön, Sie klingen wie immer. Aha. Ich habe Sie gesucht, dann haben mich die Kakerlaken entdeckt. Und ich musste Sie abschütteln. Am Nordende der Anlage ist ein Helipad. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs, ja. Alex, ich brauche kein Taxi. Ich habe meinen Piloten gefunden. Gott sei Dank. Melde dich, wenn du wieder in Prag bist. Verstanden. Ja. Erstmal hinkommen. Ich bin hier voll in der brenzligen Situation. Die Kamera da unten ist auch aktiv. Kann ich mal wegschießen hier. Ich glaube, gegen die brauche ich mal was Stärkeres, ey. Ich muss mich hier durchballern. Ausrüsten. Ja, super, keine Munition mehr. Dann loote ich immer die ganze Munition und dann kann ich ihn nicht mehr verwenden. Wie viel Munition habe ich dafür? 36. Besser als nix. Alter. Wie sind sie denn jetzt alle? Alter, guck mal, wie hier da alle rumgammeln. Hinter mir! Mann! Das war der da von ganz hinten geschossen hat. Komm, regeneriere mich mal. Sind die noch unten? Ich weiß, da ist eine Granate runter. Jawohl. Wenn die mal nicht eingeräuchert sind. Okay, einer weniger. Drei Schuss. Jetzt ist mir der Helm weg. Ist mir die jetzt mehr platt gerichtet. Oh, habt ihr den gesehen da hinten? Den Scharfschützen? Nein! Was war das denn jetzt? Der war doch gar nicht mehr da hinten. Durchkämpfen ist echt keine gute Idee hier. Guck mal, mit der Waffe habe ich über 200 Schuss. Wenn ich alleine schon hier nicht rauskomme, ohne dass die mich sehen, dann kannst du schon vergessen. Warst du gestern am Schießstand?
Die gucken da zwar hin, aber wenn ich mich hier runterfallen lasse, die hören das halt immer. Du lenkst mich ab. Bericht bestätigt. Ziel ist freigegeben. Komm ich mir immer vor wie ein antiker Krieger. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Kind in die Schlacht zu ziehen. Was die labern, ey. Da oben war eigentlich schon gut. Wenn ich da ungesehen hinkomme. Vielleicht kann ich da mit Anlauf rüberspringen, dann brauche ich da gar nicht die Leiter verwenden. Alles klar, hörst du das auch? Roger. Klappt ja. Ich kann ja höher springen. Ha! Jetzt bin ich hier, ohne dass ich gesehen wurde. Wir waren jetzt nur misstrauisch. Steht da ganz hinten einer. Der sollte aber nicht das Problem sein. Da geht noch einer. Ich bin. Okay. Hoffentlich hört mich niemand, wenn ich jetzt mich hier runterfallen lasse. Ja. Wow, hat mal ganz schön Leben gekostet. Jetzt vielleicht mal hier in der Ecke stehen. Na, noch sind die hier ziemlich entspannt. Sitzen rum, trinken Kaffee. Ich glaube, das ist doch hier gerade eine super, super Position, um hier nochmal kurz zwischenzuspeichern. So. Weiter geht's. Komme ich hier rein? Vom Fahrstuhlschacht. Ah, die Kamera. Die wird gar nicht angezeigt. Jetzt sehe ich sie, aber ich sehe den Kegel nicht von der Kamera. Dreht sich weg. Komm schon, die muss ich hacken. Meine Güte. Patrouille meldet, Ostseite gesichert. Gesichert? Gesichert hört sich gut an. Kamera schaut wieder her. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, was die hier machen. An der Anlage. Da kommt gleich wieder die Wache raus, oder? Nee, der steht da. Okay. Patrouille meldet, Südseite gesichert. Das ist sinnvoll. Wenn man Schusswaffen und Menschen testet, sollte man auch seine Gifte testen. Aha. Oder was immer das da oben ist. Hier kann ich hier unten geduckt gehen, dann sieht mich die Kamera nicht. Ich muss nur da oben hin. Okay. Dass wir die Verleiter noch geräumt haben, als wir ankamen, sonst hätte die Evakuierung viel länger gedauert. Patrouille meldet, Nordseite gesichert. Super, geht doch. Einfach mal ganz ruhig durch. Ohne diese Supersoldaten aufzuschrecken. Ich bin zwar auch ganz gut ausgerüstet, aber mit so viel Feuerkraft will ich mich gar nicht anlegen müssen. Hier wäre wahrscheinlich ein Alternativweg gewesen, dass ich hierher gekommen wäre. Das ist dieser Fahrstuhlschacht, den ich von unten schon gesehen hatte, ne? Ja. Cool. Aber ich bin sicherlich noch lange nicht durch. Uiuiuiui. Da steht aber auch einiges rum. Aktentasche nochmal mitnehmen. Da ist immer schön Geld drin. Okay. Sind das die Mitarbeiter? Wem haben die denn hier gekillt? Die haben die Anlage auch nur übernommen, wie das aussieht. Die normalen Mitarbeiter haben die abgeschlachtet. Und das nicht zu knapp. Alle tot? Das ist doch ein Alarmdings, oder? EG-Schalter? Was heißt denn EG? Ach, für die Fensterscheibe. Okay, jetzt kann ich mich hier ein bisschen umsehen, ohne dass die hier reingucken können. Wieso? Ich kann mich kaum konzentrieren. Die Tür mal wieder zumachen. Okay, checken wir mal den Raum, ob hier vielleicht noch Lüftungsschächte versteckt sind hinter irgendwelchen Kühlschränken.
Oben auch nicht. Da ist ein Lüftungsschacht. Und die stehen alle da. Da oben. Wie die Polizei und die Politiker ständig erzählen, dass sie absolut gut sind. Achtung an alle! Die Messe ist geschlossen. Wir ziehen ab. Transporter sind unterwegs. Die Messe ist geschlossen. Da oben hin, das wäre eine sehr gute Idee, glaube ich sogar. Na, wenn ich oben bleiben würde. Na, da komme ich nicht mehr rauf, das stoßt mir in den Kopf. Lol. Auch nicht schlecht. So, der ist offen. Bin jetzt echt voll froh hier, dass ich das höhere Springen gelernt habe. Sonst hätte ich hier gar nicht reingekonnt. Jetzt muss ich nämlich hier raus. Dann da nach rechts nur. Und dann müsste ich eigentlich durch sein. Der Abzug beginnt in einer Stunde. Ich merke niemand, dass meine Hände zittern. Ey. Okay, Kamera aus. Das Blöde ist hier, da unten steht... Da steht einer! Okay, der geht weg. Da steht aber noch einer, direkt da um die Ecke. Versuch dir mal vorzustellen, wie die Welt am Tag nach unserer Operation aussieht. Wenn ich wüsste, was eure Operation ist. Alter, wie kommen wir denn da rein? Scheiße! Da ist ein Knopf. Ah, die Kamera. Die Kamera ist schon wieder aktiv. Ich muss den Knopf da bewegen. Das kann ich aber nicht von hier machen, das ist doof. Jo. Ach man. Bin da. Und tschüss! Winke, winke! Jensen? Ja? Sagen Sie mir, dass der Krach da drin von Ihnen stammt. Hast du schon mal gesagt? Wo zum Teufel waren Sie, Chicane? Schön. Sie klingen wie immer. Ich habe Sie gesucht, dann haben mich die Kakerlaken entdeckt. Und ich musste Sie abschütteln. Am Nordende der Anlage ist ein Helipad. Ich bin unterwegs. Die Anlage ist so groß, ey, wenn ich wüsste, wo hier Norden ist. Ach, Norden ist da, Alex, wo das... Ich brauche kein Taxi. Ich habe meinen Piloten gefunden. Schön! Gott sei Dank. Melde dich, wenn du wieder in Prag bist. Verstanden. Jawohl, ja. Bin draußen. Ah, guck mal da. Da ist er ja. Schön hier in der Schweiz. Überall das Gletscherwasser. Die planen aber echt was Großes, wenn man hört, ne? Wenn die Welt verändert wird nach ihrer Operation. Können wir von hier verschwinden? Oh, sehr, sehr gerne. Durchgeschlichen. Am Ende nochmal am Fahrstuhl kurz gesehen worden. Aber der Fahrstuhl, der ist einfach gefahren. Schlechtes Wetter in Prag. Das ist auch neu. Was ist denn jetzt hier los? Unheimlich, was? Was ist passiert? Wo sind denn alle? Kriegsrecht. Was? Der Aufstand im Golem hat sich auf Prag ausgeweitet. Die ganze Stadt ist abgeriegelt. Nur die Staatspolizei darf heute Nacht auf die Straße. Und die haben alle nervöse Abzugsfinger. Großartig. Weiß Miller, dass er mich im Büro treffen soll? Er wartet auf Sie. Aber wahrscheinlich werden Sie ohnehin erschossen. Jetzt da kann ich mich nicht mal mehr in der Stadt frei bewegen. Alles abgesperrt, Kriegsrecht und nur Polizisten? Ja, hervorragend. Passen Sie auf sich auf, Jensen. Alex, ich bin's. Ja. Wir müssen uns treffen. Und wo? Die Straßen sind heute Nacht nicht sicher, Mann. Schaffst du es zur Limb-Klinik, wo wir uns schon mal getroffen haben? Ja, ist nicht weit. Wir treffen uns dort. Da ist man einmal kurz weg, in der Schweiz. Dann kommt man zurück und hier ist die Kacke am Dampfen. Die ganze Stadt abgeriegelt. Na toll.
Na toll, na toll, na toll. So, erstmal Vorbereitung hier. Ich habe noch einen Punkt. Den höheren Sprung habe ich schon gelernt. Das Sprinten brauche ich nicht. Ich glaube, es wird mal an der Zeit, dass ich die Glasschild-Tarnung mal lerne. Aber das kostet hier wahrscheinlich wieder zwei. Ja, kostet wieder zwei Punkte. Aber das werde ich, glaube ich, mal machen. Die Tarnung noch lernen, wenn ich hier noch mal, wenn ich mich jetzt nicht mehr frei in der Stadt bewegen kann, lerne ich die Tarnung noch dazu. Nebenmission, immer noch keine aktiv. Die hier mit Seraph muss ich noch zu Ende machen. Und ich bin ganz sicher, wenn ich jetzt in Prag rumlaufe, dass ich auch noch kontaktiert werde von der anderen Dame wegen dem Mordfall, die ja immer noch meine Nummer hat. Und der, wenn der Mörder wirklich noch frei rumlaufen sollte, ist das ja jetzt auch eine gute Möglichkeit für ihn, sich in der Stadt zu bewegen. Also Miller im Büro aufsuchen oder Alex in der Limb-Klinik. Da gehe ich natürlich zuerst hier zu Alex. In der nächsten Folge, Leute, schauen wir mal, was hier los ist. Es ist erstens scheiß Wetter in Prag und dann auch noch Kriegsrecht ausgebrochen in der ganzen Stadt. Super Aussichten. Ich freue mich. Also Leute, danke fürs Einschalten. Wir sind wieder zurück in Prag und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei in Deus Ex. Also, ciao, ciao, bis dann.